Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 32 von Shapes.io. Wir haben letztes Mal umgebaut, sind jetzt hier weitergekommen, müssten jetzt ein bisschen gucken, wie wir weiter vorgehen. Also unsere Kreise, die wir hier haben, warte, wo sind wir? Hier oben sind wir. Hier, diese Kreise, die haben wir jetzt da schon mal optimiert. Jetzt müssten wir hier so einen Teil noch bauen, dass das schneller hier vorangeht. Das würde ich sagen, machen wir noch im Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Also hier muss dann so ein, dieses Teil müssen wir uns da hinten wegholen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier erstmal mit M markieren. Dann machen wir das doch mal mit M gerade. Gut. Dann machen wir hier Temp. 1 nennen wir das mal. Ich glaube, Temp haben wir schon. Na ja. Dann müssten wir hier mal gerade hingehen und den müssen wir löschen. Weil da wollen wir nicht mehr hin. Wir wollen jetzt hier hin. Und jetzt, wo wir hier die Blaupause haben, diesen Stapler. Die Blaupause ist hier und der Stapler ist hier. Warte, das lass uns gucken. Also da oben fängt es an. Nein, ich muss erstmal rein. Hier oben fängt es an. Lass uns Steuerung drücken und den hier so anpacken. Ich hoffe, ich habe alles drin. Ja, habe ich wohl. Das heißt, kopieren wir das Ganze und dann gehen wir wieder zurück zu Temp 1. Wir müssen das drehen, gehen raus, zoomen. So, das Teil muss hier irgendwo hin. Okay, da ist ein rotes Feld, da oben auch. Vielleicht knapp daneben, oder? Machen wir es hier hin. Okay, dann haben wir das. Rechtsklick zum. Nee, ich will das nicht machen. So, was muss wo rein? Also, diese müssen da rein. Das heißt, das Laufband muss. Ja, so oder so war egal, glaube ich. Und das kann jetzt weg. Und hier muss eine Brücke hin. Der muss so. Und die da müssen nach da. Jetzt sollte das da gebaut werden und sollte passend sein. Ja, sieht gut aus. Das heißt, das hier kann weg, weil nicht mehr nötig. Okay, der Färber ist da natürlich auch noch falsch, ne? Mit einem. Okay, das ist jetzt erstmal egal. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die liegen. Die sind ja da oben, die müssen da jetzt abgeholt werden. Der oberste ist erstmal schon mal falsch. Jetzt würde ich sagen, machen wir das mal so, dass wir den hier holen. Drücken mal gerade die Shift-Taste, gehen hier runter. Ja, das sieht gut aus. Und kommen dann hier hin. Das heißt, das kann auch noch weg. So, jetzt bauen wir diese Teile hier. Das ist schon mal sehr gut. Aber uns fehlen dann mehr Inhalte, ne? Also der Grüne ist zwar hier schon gut am Bauen. Wird hier auch voll, ne? Ah, doch, jetzt steht hier schon einer. Da kam gerade ein Rot-Weißer. So wie es aussieht, werden die grünen Sterne mehr produziert wie die rot-weißen Kreise. Ja, das sieht schon mal so aus, dass sich das volllaufen wird. Das heißt, wir müssen mit den roten Kreisen nochmal optimieren. Hier sind aber schon die rot. Was fehlt denn hier? Die weißen. Die kommen hier weg. Ach, die sind hier gebaut. Das heißt, wir brauchen hier wieder so einen Anmaler. Also die kommen von da oben. Ne, die kommen von hier. Ach. Also die Maschine ist groß genug, aber die ist nicht genug gefüllt. Das heißt, die müssen von hier kommen. Ja, doch, hier ist es. Hier ist es zu wenig. Das heißt, wir müssen hier dieses hier, diese Schneidegeschichte, die müssen wir bauen. Haben wir denn nicht hier rechts schon so eine Schneidegeschichte? Nee. Das müssen wir optimieren. Was machen denn unsere Blaupausen? Wenn wir springen, kommen wir, glaube ich, hier wieder hin. Dann können wir zu den Blaupausen springen. Haben wir denn da sowas? Ja, da haben wir sowas. Und zwar dieses hier. Das ist ein doppeltes, ne?
Aber ich glaube, das brauchen wir so groß, ne? Gut, kopieren. Wir gehen wieder zu unserer Stelle da. Wir müssen das jetzt hier irgendwo einbauen. Wo war das jetzt? Hier sind die Kreise. Wo kommen die weg? Da unten. Das heißt, das müsste eigentlich hier so hin, ne? Da sind die Sterne im Weg. Von wo kommen sie? Ich glaube, von oben kommen sie reingelaufen, ne? Ich glaube, wir basteln das mal so da gerade hin. Ja, so sieht's aus. Das bedeutet, dass wir hier das abreißen können. Wir müssen das alles weghaben. Hier wird auch noch geschnitten. Und hier wird zusammengefügt. Ja, Zusammenfügen brauchen wir nicht. Das kommt ja von denen hier alleine. Ja, genau so ist es. Das heißt, wir müssen gleich hier hin. Aber dafür müssten wir jetzt erstmal schauen, dass wir dieses Band. Okay, das war schon mal falsch. Die Shift-Taste war gefragt. Okay. Und das kann eigentlich direkt geradeaus rüber, ne? So, das mal weg und das mal weg, weil da müssen Tunnel hin. Das ist schon mal gut. Ja, was mir nicht gefällt, hier mittendurch, ne? So, die werden jetzt geschnitten und nur halbiert. Okay. Halbieren reicht ja nicht. Die mussten geviertelt werden. Das heißt, dieser Weg muss da unten noch mal rein. Oh ja. Wo muss er hin? Da. Aber ich glaube, die müssen vorher noch mal gedreht werden, oder? Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, die müssen gedreht werden. Und jetzt werden sie geviertelt, oder? Oder auch nicht. Da bin ich mir gerade nicht sicher, was da passiert. Doch, da unten kommen die ersten Viertel raus. Okay. Das bedeutet, wir müssen da mit den Vierteln jetzt irgendwo anders hin. Aber eigentlich ist es Blödsinn, die hier auch mit wegzuschmeißen. Haben wir auch Blödsinn jetzt gemacht, vielleicht. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das Band erstmal leer kriegen, ne? Bis die Viertel da ankommen. So, da. Aha. Okay, vielleicht war das noch nicht ganz leer. Okay, Level up. Jetzt haben wir irgendwie so einen Eckmaler, der gleichzeitig ein Zusammenfasser ist. Okay, sehr schön. So, ist das jetzt richtig? Ich glaube noch nicht, oder? Da kommen immer noch welche raus. Jetzt müssten sie aber langsam alle durch sein, oder?
Da ist noch einer. So, wo müssen die Viertel hin? Da unten irgendwo haben wir gesagt, ne? Hier einmal. Wie weit reicht denn unser Tunnel da? Ne, das war der Tunnel. Drehen wir den und machen den dahin. Reicht er bis dahin? Ja. Okay, das bedeutet, jetzt kann der von da runter bis dahin und von da geht es weiter nach da. Jetzt kriegen wir bestimmt irgendwie falsche Teile hier raus. Oder? Irgendwie sieht das jetzt nicht gerade so aus, dass wir die so brauchen. Unterbrech das mal, das war falsch. Ich weiß nicht, ob es hier richtig ist, aber wir müssen das mal gerade gucken, ne? Das war jetzt ein bisschen groß, glaube ich. Kam da jetzt raus? Okay, Viertel auf Viertel, das ist auch falsch. Das bedeutet, mach mal da weg. Das kannst du mal komplett wegmachen, das hat nichts gebracht. Das bedeutet, die Viertel müssen irgendwo noch gedreht werden dann, ne? Müssen die da rein? Gucken wir mal, ob das richtig ist. Nee, das passt auch noch nicht, oder? Dann kommen halbe da raus. Das bedeutet jetzt was? Warte mal, jetzt sieht es aber anders gleich aus, oder? Vertue ich mich. Jetzt kommen die so raus. Ist das dann richtig? Ja, jetzt kommen gerade hier so ein paar Gefuhrwerke raus, aber das ist erstmal egal. Wann sind sie richtig, das ist die Frage. Oh, hier kommen auch schlechte Teile raus. Ich glaube, da war es richtig vermurkst, oder? Warum kommen da jetzt so Teile raus, die mal auch beim Roten nicht richtig sind? Weil wir das hier irgendwo angeschlossen haben, ne? Hätten wir vielleicht nicht so machen sollen. Wo haben wir jetzt hier? Da haben wir sie angeschlossen. Die laufen jetzt alle hier rein. Ach, da gehen sie auch runter. Dann mach das mal weg erst. Wir müssen erstmal gucken, dass diese richtig laufen. Die Teile sind, glaube ich, richtig, ne? Die kommen jetzt da runter, gehen da hoch, kommen hier hin und dann gibt es auch richtige. Ja, das ist erstmal richtig. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo es hier so falsch läuft. Die liefen hier lang und da rein und da rein. Hier wurden sie gefärbt. Und nach dem Färben sollen sie hier wieder rauskommen. Laufen hier hoch. Okay. Ah, hier kommt das Teil. Das muss dann unten links muss das sein. Unten links muss das sein. Das heißt, wir müssen die hier noch zweimal drehen.
Glaube ich. So, jetzt müsste es passen. Die werden hier auf jeden Fall rot gefärbt. Dachte ich zumindest. Ach doch, die gehen hier unten raus. Alles klar. Komm hier an. Das ist jetzt richtig. Warte mal, hier ist doch irgendwas falsch, oder? Ach nee, die werden schon passend gedreht, weil die müssen ja aufeinander wiederkommen. Ja, und kommen dann da so raus. Okay, da war jetzt gerade mal einer ohne irgendwas. Ab und zu waren ja noch ein paar falsche da, ne? Das ist klar. Aber jetzt sind die alle richtig. Laufen da runter. Und müssten dann irgendwann hier sauber rauskommen wieder. Die falschen sind jetzt erstmal Pech. Ja, hier geht es jetzt nicht weiter. Warum? Weil weiß noch fehlt. Kommen denn hier? Die kommen jetzt hier richtig raus, ja. Aber weiß ist zu wenig. Aber ich würde sagen, weiß machen wir dann in der nächsten Folge weiter hier an dieser Stelle. Da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das hier optimieren. Das läuft ja jetzt nicht so gut. Das ist hier diese Stelle. Dieser Lackierer ist zu wenig wahrscheinlich erstmal, ne? Da müssen wir diesen Lackierer dann noch machen. Das, denke ich mal, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.